Oder was macht er? Er kurbelt. Ich bin Alter, noch ist noch nicht. drüber. Das heißt, wenn er. Aber der hat uns auf jeden Fall gesehen. Da war noch ein zweiter Kontakt, den ich aber auch gerade wieder verloren habe. Ich bin ja leicht auf Höhe, also Weiter gibt Kontakt erstmal ein vor bisschen uns. Höhendeckung. Oh ja, da ist er wieder, Victor. Ist auch eine Feindmaschine. Vorsicht, kommt dir entgegen, schnell. Doch, kommt mir entgegen. Zieht hoch. Führ mich drüber. Victor, pass auch auf den anderen auf. Die arbeiten wirklich zusammen. Ich falle auf den runter, der dich gerade passiert hat. Ja? Setz mich jetzt dran. Es ist noch eine Maschine da. Ja, Wir sind zusammen. zwei Stück. Ah, fuck, war zu schnell. Bin erst wieder auf Höhe. Pass auf deine Energie gut auf. Wir sind zu zweit da unten. Ich geh nochmal rein. So Leute, ich bin weg. Schönen Abend noch. Tschüss. Servus, Ja, Freiheit. Der eine Kontakt ist auf Palo 40, der andere gutes Stück tiefer. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. ich bin direkt mit dem Kontakt dran. Auf dem Tiefen? Ne, die sind beide ziemlich hoch. Da kann ich sie mithalten, einer schießt, bist du das? Ich? Jetzt habe ich ein bisschen getroffen. Kriegt er noch ja, was? Der wollte auf dich reinziehen, hat er seine ganze Energie verheizt. Vielleicht tief, kriegt er. Ich gehe erst wieder raus. Stimmt. Du kommst jetzt an deinen ran, gell? Sehr gut, dann mache ich wieder ein bisschen Höhe in der Zwischenzeit. Schlecht ich habe hier beschossen, unten noch Start. einen Kontakt. Victor. Du siehst aber erstmal frei aus, auf der Höhe. So, Baby. Da kommt eine 109 ran, auf deiner weiteren 6. Oh ne, Brick 6, 6. Ist er denn immer über den Schiffen? Vorsicht, hier sind zwei bei dir, Victor. Hallo 40. Okay, weil ich bin gerade gestartet. Der taucht nicht zu tief runter, der hängt sich an dich dran. Schieß. Bitte nicht zu tief tauchen, sonst sind wir gleich alle auf Null. Ich komm ran. Jetzt bitte ruhig halten. Ja? Kurz. Oh, tu es, tu es, tu Hat es, tu es. Ja, mehrere Treffer, vielleicht trotzdem geschossen. Du kriegst. Er hat Wasser, du bist frei, denke ich. Ah, er dreht ab. Victor, er bricht runter. Lass mich mal wieder Höhe ab machen, unter da waren 6, noch. Zwei Kontakte, gleiche Höhe. Victor, drei drei sogar. Da ist Kontakte. Eine 109 dabei und eine Feindmaschine, die andere weiß ich nicht. Ich habe dich gerade verloren, Gandhi, wie hoch bist du? 2400. Victor, dann schön schnell steigen. Ich fliege erstmal leicht östlich raus aufs Wasser. Ich sehe hier War Thunder Gesichter online fliegen. Seid ihr über den Schiffen? Wirklich? Ja, ja, über den Schiffen etwa. Da ist richtig viel los gerade, Im viele Kontakte. Im Chat steht gerade 77FS Greyhawk und dieses 77FS Squadron. Die fliegen in War Thunder und gegen die habe ich schon oft gespielt. Du sollst doch nicht so viel War Thunder spielen. Hast du nicht versprochen? Mann? Nee, hast du nicht. Ich sehe dich dummerweise nicht mehr. Die drei Kontakte sind jetzt auf meiner 8. Dina, bist du da dran? Bist du über dem Konvoi gerade? Ich bin jetzt hinter dem Konvoi. Die gerade nach Osten raus. Auf Hallo bitte nochmal. Hallo ist jetzt 2-8. Victor, dann sehe ich dich. Du bist frei, ja. Dann hast die 3. Ich bin frei, ja. Victor. Geh jetzt wieder langsam über Lisa. Die bist frei, die bekämpfen sich da selber. Ich hab jetzt zwei bin Kontakte über dir. Im Luftgang. Das ist richtig viel los, Jos. Wir sind erstmal frei. Ja, das, da geht gerade einer an den 109, an den Spit. Ich sehe zwei Kontakte im Mitte-Kanal, einer stürzt gerade runter. Relativ niedrig, 2000 Meter und niedriger. Wir sind auf etwa 30 bis 40. Einer kommt jetzt sehr, sehr niedrig auf mich herein. Ich glaube, das ist eine. Könnte eine Spit sein, die gerade er unterstützt einen anderen Kontakt runter, eine 109 glaube ich. Brauchst du Hilfe? Nö, ich schaue mir das gerade nur aus der Entfernung an. Ich schaue mal, okay. Wie ich da mit einsteigen kann. Die drei Kontakte sind übrigens immer noch über den Schiffen, Dandy. Ich glaube, da ziehen gerade zwei auf mich rein. So, was machen die da unten? So, ziemlich tief. Ja, die werden die, glaube ich, nicht gefährlich. Die sind mehrere tausend Meter drunter. Ja. Aber die anderen sind noch, einer ist noch auf unserer Höhe, so jetzt in Richtung so English Point, in der Spitze. Da geht gerade einer Lisa in geradeausflug. Wer ist das von euch?
Ich bin geradeaus jetzt, ja. Ah, ich bin über den Spitfire hier jetzt Richtung französischer Küste. Ah, das ist abgesprungen, der Bastard. Wir sind noch auf Halle 40, Jos. Du so weit oben? Ja, ich bin gerade hinter einer. Auf Hallo 38. Auf 34. Denke mal. Ja, Kontakt auf der 1 Uhr geht auf die 2 Uhr. Erhöht Gandhi. Zwei Kontakte. Feindmaschine dabei, mindestens eine. Keine Sicht. Drehst leicht über dieser jetzt, gell, Vorsicht. Ja? Ja, die gehen auf mich, wie es aussieht. Na, wo bist du denn? Sag mal Position. Ich sehe dich, glaube ich. Das ist links hinter mir, ja? Mal nach. Über dir, genau, Victor. Ah, ne, warte mal. Wir sind an der Küste, ist eine Spit mit einer 109. Die Spit hat abgelassen. Wollen wir dir helfen? Der 109? Ich habe noch keine Sicht, aber du kannst reintauchen. Victor, ich gehe über Rolf. Wir sind direkt an der Küste südlich von Diehl. Oder eigentlich über Diehl auf Hallo 40 plus. Ja, Victor. Ich geh jetzt warp die Schiffe. Ja, ich sehe euch. Na, jetzt sind die Kontakte gleich hier, okay? Ich schieße mal mit MG, hab sowieso fast keine Kanonen mehr. Da ist noch ein vierter Kontakt. Victor, ich gehe raus. Victor, warte. Was ist es? Eine Feindmaschine hängt sich an eine 109, an die jetzt steigt. Das ist aber die andere, oder bist du das? Hey, der Rolf steigt. Außerhalb. Victor, ich. Die steigen da hoch, ich hänge mich an die dran. Ich treffe nichts mit der MG leider. Ihr kriegt was auf die 6 rein. Ich setze mich gerade an die 2 vorne dran. Ich müsste eigentlich frei sein. Oh, jetzt wird sie getroffen. Da ist auch nicht 109. Okay, die Hurry ist auch getroffen. Hurry ist es, glaube ich. Ja, der geht runter. Leider zu spät. Okay, ich bin wieder frei. Die stürzt runter. Ich suche dich. Ja, ich bin gerade unter dir, du, Isan. Victor, ich bin auf Hallo 50 Grad, immer noch im Bereich Diehl. Beziehungsweise negativ ein bisschen. Hallo 41, rechts über mir zieht einer Spur. Das ist eine andere 109. Ja, ich habe einen unter mir direkt. Bist du das oder du, Gandhi? Okay, Victor, dann bist du frei. Dann gehen wir doch mal. Warte, da ist noch zwei weitere Kontakte in deiner weiten 7, aber ungefährdet. Ungefährlich, Moment. Hier, die etwa auf Hallo 45 ist. Bist du das, Gandhi, und fliegst gerade raus aufs Wasser? Ja, 43, ja. Raus aufs Wasser? Jetzt über der Küste? Kommst du mir gerade entgegen, kann das sein? Ja, wir haben uns passiert, besser gesagt. Ja, also ist halt. Dann hängen wir uns doch mal wieder an dich dran. Du hast zwei Kontakte leicht unterhalb auf deiner etwa 1 Uhr. Ziehen auf die 2 Uhr rüber. Und eine weitere Kontakt in deiner 5, der auf dich runterstürzt mit einer Fahne. Noch weiter entfernt. Und was ist es? Eine 109. Du bist jetzt eine leichte Lisa gegangen. Ich war eine leichte Lisa, ja. Ja, Victor. Und wo ist der gute Karaya? Hat er den gemeinen Spitfire-Angriff überlebt? Was, ich war ja über das Bit. Naja, die ist abgesprungen, bevor ich was machen habe können. Und der Dr. Uzi gibt sich gerade im Chat mit mir. Ach, der heult den ganzen Abend schon einfach. Ja, ist ein Vollidiot, das soll man machen. Natürlich. Naja, Natural born Vollidiot. Der jammert ständig. Eben, hat er eben auch schon angefangen. Das ja, alle nur noch auf blauer Seite gibt es aber auch ein paar, die das gut können. Ja, klar. Natürlich, überall. Es ist nicht nur rot gepachtet. Ich bin gerade etwas südlich von den Schiffen, also an der Ecke praktisch bei England. Südöstlich von der Ober. Leicht östlich der Schiffe, über Wasser auf Hallo 45. Ja, da bin ich auch gerade auf derselben Höhe.
Ja, sogar ein gutes Stück jetzt schon östlich. Ja, die roten Verschwörungstheoretiker haben ja schon gesagt, der Hotfix wurde zurückgerufen, nur weil die 109E4 nicht mehr flugfähig war. Und nicht, weil es ständig Launcher Crash und so weiter gab. Ja. Weil die habe ich selber auch sehr häufig gehabt. Ich sehe hier, ich sehe hier 5 Kontakte östlich von Deal auf dem Wasser. Ja, wir sind zu dritt auf sehr niedrig. Hallo? Sehr niedrig, ich schätze mal 1500 oder niedriger. Östlich von Deal. Ja, die fliegen jetzt südlich ab. Unter uns sein, Gandhi. Fliegen südlich ab. Victor, ich sehe sie direkt bei auf unserer 10 Uhr, Gandhi. An der Küste ziemlich nah. Hallo, etwa 20. Ich fliege gerade in deren Richtung. Keine Ahnung, was das für Kontakte sind. Oh ja, habt ihr auch erkannt? Victor, seht ihr schon, was das für Maschinen sind? Nee, dummerweise nicht so weit. Ja, dann bleibt mal oben. Aber vorne ist der dann nach Frankreich fliegt, weiß aber nicht, ob es ein Deutscher oder Englischer ist. Was seid ihr noch immer auf Halo 45? Oh, sind alles Bomber, zwei Bomber und Feindmaschinen dabei, wie es aussieht. Wir sind auch auf Halo 40. Oh fuck, jetzt habe ich dich verloren gerade, Gandhi. Ich bin noch immer auf Halo 45, komme gerade aus dem Westen auf die 5 Kontakte herein. Halo 43. Victor sucht. Bist du weiter über Lisa gezogen? Nein. Halt direkt zwischen Konvoi und Landmasse. Ich finde es interessant, dass ich euch beide nicht sehe, weil ihr solltet eigentlich in der ähnlich. Oh, ich sehe euch, zwei Kontakte hier. Zwei Kontakte bei 9. 209er passieren mich gerade. Drei Kontakte. Kannst du dich dran setzen, Gandhi? Ich zieh ran. Ihr habt eine dritte 109 hinter euch. Ja, wir haben Jost dabei. Ach so, okay. Ja, ich bin jetzt auf eurer Höhe. Seht ihr mich auf eurer 9 Uhr? Die Kontakte, Karaya, sind auf unserer 10. Ja, ich sehe sie eh noch. Oder 10 Uhr. Bin nicht sicher, ob da Feinde sind. Sind auf jeden Fall mehrere Bomber. Und könnten mir auch zutrauen, könnte auch denken, dass es Blenheim sind. Also die roten. Ja, ich gehe mal runter. Ich schau mal das mal an. Ich seh's. Das sind 3 Kontakte voraus und 3, die relativ in Linie fliegen. Genau. Dazu. Ich zähle insgesamt 5. Die hintersten sind 2 Spitz und eine Blenheim. Ich gehe auf die Blenny. Ich denke, das sind alles Feindmaschinen, ehrlich gesagt. Dann gehen wir doch auch runter, oder? Ja, sicher. Kann ich an euch dran? Ich kann nicht dran. Ja, die hinteren sind 2 Bomber auf jeden Fall. Ah ne, dahinter sind nochmal 3, die sehe ich jetzt erst. Ja, ja. Sind 5 und hinten 3. Ja, ich nehme mal die hintersten vor, da ist eine Blenny dabei. Victor, ja, in der Mitte sind auch Bomber auf jeden Fall und vorne auch noch und Jäger auch. Da wird's richtig voll. Gandhi, auch seht ihr die Kontakte? Ja, sehe ich, Victor. Da ist eine Gruppe von 5 Maschinen auf unserer 10 Uhr. Ja. Der ganz links hinten ist ein Bomber, der ganz rechts hinten ist ein Bomber. Ja, Blenny geht runter. Die vorderen auch. Ganz viele Blenheim. Ja, ich zieh nach Süden weg. Ich gehe jetzt nicht in Dogfight. Ich habe eine Spit hinter mir übrigens. Zieh eine weg. Aber ehrlich gesagt, ich gehe auf die Bombe erstmal. Ich habe auch keine Kanonen. Bist du soweit sicher? Halte die Energie hoch. Schön rein und raus. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Victor, geht ihr bitte weiter auf die Blenheim? Ich suche Karaya. Ich bin gerade Richtung Süden abgeflogen. Sehr niedrig. Haltet die Energie hoch, Boom und Zoom, da sind Spitfires dabei. Ja, ich werde beschossen. Verdammt. Ja, ich sehe dich. Fuck. Ich bin leider ziemlich weit weg in entgegengesetzter Richtung. Du hast 2 hinter dir. Einer ist ziemlich nah. Ja, da musst du was machen, Karaya. Der ist im Schussreichweite. Okay. Komm so schnell ran, wie es geht. Aber es dauert. Du fliegst genau in entgegengesetzte Richtung. Okay, dann breche ich mal weg. Also 2 Spitfires aber hinter dir. Vorsicht. Die eine ist erstmal außer Reichweite. Er kommt wieder ran, Vorsicht, ja. Er schießt hinter mir. Verdammt. Ja, fuck. So, dein Flügel raucht, aber. Ja. Ich komm rein. Bist du gerade hinter mir, oder? Ich schnappe gerade den ein, hab ihn angetackert und komm wieder runter zu dir. Okay, ich flieg wieder nach Süden ab. Ja, ich bin frei gerade. Dann mach ich ein bisschen Energie und versuch dir auf mich zu lenken. Weil ich schon mal da hin. Brauch eine Minute. Das ist ein richtiges Hornissennester gewesen. Victor, schnappt euch die Blenheim. Mein Flügel ist beschädigt, ich werde nach Hause fliegen. Victor, versuch's. Meine Maschine zieht auch nach rechts, deshalb.
Die Mens noch beide oder drei Stück sogar hier dran. Versucht da abzuwehren, so gut es geht. Du bist jetzt über den drei Kontakten, kann das sein? Ich bin über die Benhams. Ja, das war sehr gefährlich, da hineinzufliegen, dieses Hornissennest. Nee, das war nicht das Problem, aber das Thema Boom und Zoom, Energiehaushalten, das war das Problem. Naja, hier am Deck haben die Spitze auch jetzt inzwischen einen guten Geschwindigkeitsvorteil, klar, meine ich. Also klar, einer hat jetzt eine 6, aber mit der Energie hätten die doch eigentlich nie drankommen dürfen. Ja, so eingetackert, ich weiß nicht. Ich hab, du bist ja erstmal frei, Karaya, wie es aussieht. Ja, ja, ich seh's. Aber ich kann leider nicht mehr in den Kampf eingreifen. Nee, wir bringen dich in Sicherheit. Hab grad auch ein, was ich sehe noch eine Blenheim, die fliegt, die ist schon relativ nah an der Küste dran. Noch eine Spit bei dem Blends. Wir sind nicht mehr bei den Blennies. Wir haben hier alle hier oder drei Jäger auf uns. Versuchst du so viel Blenheims zu bekommen, wie es geht? Ja, die ist bei der Blend, das ist ein Problem. Ja, die Blenheim ist sehr, sehr niedrig, die fliegt direkt über dem Wasser. Ja, aber das ist eine andere als die von uns, also beziehungsweise der Haufen. Und die ist schon relativ nah an der Küste, ich bin praktisch auf selber Höhe mit der. Aber die hat auch zwei Spits, glaube ich, in naher Eskorte. Okay, pass auf. Also zumindest sehe ich da noch zwei weitere Kontakte relativ nah dran. Jost, du kurbelst auch auf 20, oder? Ich bin jetzt auf, jawohl, 28, nee, 20, ja, richtig. Victor, bei dir ist eine Spit in deiner 6 Uhr, aber unterhalb, wenn du da ja, ich habe ziemlich Energie noch. Genau, die kannst du angehen, wenn du dich Energie hochhältst, ein bisschen steigst. Wie in meiner 6 oder wo? Ich sehe sie jetzt nicht. Ja, auf etwa deiner 6, aber ist noch ein Stück entfernt. Aber die kannst du dir schnappen, theoretisch. Aber wenn du sie, solange du sie nicht siehst, steigst du. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Victor, ich gehe nochmal hier auf die Blenheims rein, dass die nicht an die Küste kommen. Die halten auch. Die Blenheim, die eine, die ich sehe, ist fast schon an der Küste. Die ist nördlich von Calais. Vielleicht 5 Kilometer von der Küste entfernt. Da bin ich auch. Die sind einer Minute an der Küste. Bist du, Gandhi, auch an den Blennies dran? Ich hab ja 109 unten, Victor. Vorsicht, es sind noch Spitfires auch im Weg, die kommen auch wieder zurück. Ich greife jetzt aber auch die vorderen Blenheims, oder beziehungsweise die dritte Blenheim. Wie viele Blenheims sind denn da? 4, 5, denke ich. Oh, okay. Das war Spit auf 6. Rauch. Okay, ich werde mich mal annähern an die vorderste Victor, Blenheim. Ich komm zurück. Victor. Wenn da keine Jäger dabei sind, kann ich mich ja trotzdem noch auf die Bewohner stützen. Da sind erstmal bei den vorderen meines Wissens keine Jäger dabei. Okay. Einer stürzt auf eine Blenheim. Nicht hochsteigen, ist nie gut. Steigen ist nie gut. Der hängt dran. Halt die Geschwindigkeit hoch. Kommt noch eine weitere rein, zwei weitere, bis in 3 Stück, durch das ganze 4 Stück, durch das ganze Kugeln. Fuck, das wird im Desaster enden. Eines Blenny ist jetzt direkt an der Küste. Wir können da nichts machen, du bist auf mich allein gestellt. Wer? Ah, du. Okay. Ja, ich werde versuchen, ich werde mir eine Blenny hier noch schnappen. Da kommen geht noch ganz viele übrigens. Flieg hau ab, wenn es geht irgendwie. Sind die jetzt an der französischen Küste? Greif an. An Calais. Okay. Ah, ich sehe hier noch eine Blenny, die schnappe ich mir, die hinterste in dem Pulk praktisch. Aber danke für den Tipp, du, die Spit gibt's nicht mehr. Spit zieht raus. Victor, ja, du brennst ja von, du bist ja von sowas von Toast. Ich bin Toast, ja. Na, jetzt werde ich leider auch geschossen, ist der Dreck. Ich muss mich rausziehen, ich habe eine noch weggeballert, aber hier sind einfach 4 Stück insgesamt. Ich ziehe mich raus, bin leicht beschädigt. Wenn du die erwischst, Joff, schnappst du dir die Blennies. Ja, ich brauche aber noch ein bisschen. Die haben da direkt ihr Ziel, wenn du dich ranhalten. Ja, ich brauche aber schon mal 3 Minuten. Weil ich sehe sie gerade, sind gerade erst eingespawnt. Hab noch eine Splenny erwischt. Ich habe leider sehr nur schön eine Kanone, aber... Ja, es langt doch hier. 20er reinhauen. Ja, die ist runtergegangen. Ja, nur mit einer Kanone schießen ist relativ tricky. Ich komm zurück, du kämpfst immer noch, Gandhi, gell? Natürlich. Ja, dein Mutter wird aber gleich ausfallen. Wegen du gehst zu Ende, wenn ich in Dreck lieg.
Oh, ja, Mist, das waren 210. Sogar noch wahrscheinlich geschafft nach Hause, solange wie der Moment durchhält. Ich bin überrascht. Ich stütz rein. 4 Stück immer noch bei dir. Eine habe ich schon beschossen. Sehr schön. Eine setzt sich wieder dran. Sind die, das waren 210, sind die immer noch über Calais oder schon über... Ich habe 309er hier am Flugfeld östlich von Calais. Mal zwei ab. Von nee, Calais. Ich habe mir eine okay. von dir genommen, aber die restlichen drei lasse ich dir mal lieber, Gandhi. Nee, ich meinte, weil es hat ja 309er, soll aber mal zwei abgeben. Irgendwo muss noch eine Blenheim sein, aber schon landinwärts, hat keine Ahnung. Schlecht. Ja, danke. Vorsicht, du kriegst Beschuss wieder. Ich hab zwei Stück, die beschießen mich verrennt. Wenn ihr könnt, kommt zum Flugfeld Kalimark, dort warten 309er auf euch. Ich geh nochmal, ich versuche hier bei... Das suchen der Luft 109er. Ja. Ich warte nur, dass der Motor endlich von Gandhi ausfällt, dass ich mich hier rausziehen kann. Greif eine an. Irgendeine Blenheim direkt am Flugfeld, die wird aber eh gerade beschossen. Fuck, jetzt krieg ich glaube, die macht's nicht mehr lang. Die Kiste macht ganz, ganz seltsame Geräusche. Ja, der Motor verabschiedet sich. Ich habe jetzt selber eine nahe 6. Ja. Öldicht und undicht. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich tu Notwassern. Ja, das war Youth in der Blenheim. Number 615 Archie. Sag mal hallo. Ich komme an die Küste, bin an der könnte Hilfe brauchen. Ja, wo? Welch Hallo? Flach. Ist da. Nördlich von Flugfeld Mark. Ist da. Ja, ich brauche noch. Ich habe Wasserkühler. Oh, für den ersten Ausflug war das jetzt schon ganz toll. Ich gehe auf die Rauchsäule zu, Joss. Über Wasser. Brauch ja, ich bin jetzt direkt über Kalimark. Da kommen 3-4 Kontakte sehr niedrig vom Wasser herein, ich, oder? Ich. Zwei Spitz hinten dran. Okay, ja, kommt zum Flugfeld. Da wartet auf jeden Fall eine 109, die dir helfen könnte. Negativ, oder? Ich warte auf Joss, ehrlich gesagt. Ja, ich bin über Calais, aber ich sehe ihn nicht. Ja, schau mal, ganz niedrig. Die kommen. Er ist jetzt gleich an der Küste. Unter dir. Oh, auf deiner 9 Uhr. Niedrig, sehr niedrig. Da wo die all die Spitz sind. An der Küste jetzt, beim Hafen. Ich muss raus, oder ich gehe notlang. Ach, jetzt sehe ich die Rauchsäule, ja, okay. Die kleine, winzige Rauchsäule, die da ist. Mach's wie ich, wenn der Rauch in zwei Farben sieht man besser. Bist du abgesprungen, Tui? Ich versuche nur zu landen. Hab noch die Split an mir dran. Könnte gute Hilfe gebrauchen. Sehen, dass ich das nicht sehe. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Die Hurricane ist noch immer an dir dran. Ja, sag ich ja. Ich werde beschossen die ganze Zeit. Hier, weil ich muss notlanden. Der Schulterschmerz über den ganz gekuppt. Okay, ich gehe auf die Hurricane jetzt. Ja, der steht in der Luft hier. Der hat keine Geschwindigkeit und nichts. Voll schnappen, du. Sehr schön. Treffer, oder? Da waren zwei, vorsichtig. Ja, da ist eine Spitfire auch noch vor mir. Ja. Ich zieh mich hier mal raus. Ich habe ja noch immer Schaden an der Maschine. Liegt da. Eios, warst du das? Nee, kann nicht sein. Nee, da hat jemand gerade eine... Ich war mir sicher, hätte da Geld drauf wetten können, dass der die gleich wegrammt, wie der geflogen ist. Da war eine andere Runde, ein Kobold. Was ist der in dich hinein, oder was? Nee, nicht in mich, ich war ja schon unten. Ich habe zugeschaut, wie eine Spit angegangen wurde. Von der 109, und da war sowas von klar, dass es das nur eine Frage von Sekunden ist, bis er die wegrammt. Ah, jetzt ist noch ein Dogfight zwischen den beiden Flugfeldern östlich von Calais. Ja, da werde ich da auch nochmal starten, das war ziemlich. Da ist noch immer eine Blenny übrigens. Blenny und eine Spit dahinter. Ich hätte gesagt in Pieren, dass wir nicht ganz so nah an der Front starten. Gibt es da 109er? Das ist in Bertha 20. Da gibt es keine schlechte Wahl, warte.
dann in Poiplinkres gibt's. An der Pläne sind zwei ja. Spitz dran. Poiplinkres im selben Sektor. Der 20? Denke ich. Übrigens ja. Ist es niemand mehr am Flugfeld, also ihr könnt direkt bei Kalimark eigentlich starten, wenn ihr die verfolgen ja, wollt. Poiplinkres ist jetzt auch nicht weiter. Naja, so schnell verfolgen. Siehst du Poiplinkres? Ich hab aber hier noch Bertha Anton 21. Ach, der nördlichste dieser drei Flugplätze. Ich habe 70% Sprit genommen diesmal. Das sind bloß 110? Der nördliche Poiplinkres. Da müssten auch 109er sein. Die Kontakte, also die Blenheim und die Spitz, sind jetzt 5 Kilometer von der Küste entfernt. Ja, die hauen ja ab. Ja, da haben wir dann immer hinterher. Kontakte. Über Wasser. Also es stürzen jetzt ein paar 109er hinterher und nehmen die Verfolgung auf. Okay. Ich sehe insgesamt 6 Kontakte am Boden, keine Ahnung wer das alles ist. Eine Speed ist runtergegangen, die hängt. Ja, die ist ins Wasser gestürzt. Schaut zumindest so aus. Stehst du neben mir, Gandhi? Wenn du rechts mit dir Flugzeug hast, bin ich sicher. Ja, okay. Okay, Kanaya kommt zur Landung rein, weil ich habe fast keinen Sprit mehr. Ich habe ganz vergessen, ich habe einen Treibstoffleck gehabt. Lass uns nochmal zusammen dann sammeln, weil die abhauen, da kommen wir doch sowieso nicht mehr ran, denke ich. Ja, da starten jetzt jede Menge 109er hinterher. Ja, ich bin hinter der Blenheim, brauche aber noch 20 Sekunden. Und, warte mal, nee, da ist noch eine Speed, dann nehmen wir da lieber die. Ah, nee, die hat mich gesehen. Ach, Karaja, wenn du da nicht sofort die Speed feierst, hätten wir die Blenheims alle niedergerungen. So, Mann. Die Speed habe ich erledigt. Jetzt was, wieso, was hättest du anders gemacht? Naja, dann wäre ich auf die Blenheims gegangen und hätte da nicht wegfliegen müssen. Ach, du willst denn nur die einfachen Abschüsse. Das ist klar, natürlich. Natürlich. Kein einziger Schuss auf die Blenheim abgegeben und direkt dafür 3-4 Spitfires was mitgegeben. Also ich habe 2 wild beschossen. Ich weiß bloß nicht, ob eine Runde gegangen ist mit den Dingen. Ja, auch das ist zu wenig. Ihr wart doch da fast allein. Ihr hättet die alle wegbeugen müssen. Ich hatte das Spit. Ich war da nicht allein. Ja, ich habe ja auch eine Speed hinter mir gehabt, die mich gleich mal beschossen hat. Ich war hier am Schluss 3-4 im Rücken hatte, ja? Ja klar, da war es aber auch schon zu spät. Da bist du aber auch viel zu viel gekurbelt und da hätte ich dich auch allein lassen müssen. Ich deppe einfach. Aber es hat ja noch sogar geklappt. Das hättest du locker noch nach Hause geschafft, was mir auch überrascht hat, nachdem, was du eingesteckt hattest. Ich bin jetzt aber 30 Minuten rumgeflogen, habe hinter gerascht, jetzt wollte ich kämpfen. Der Üli ist durch. Wo ist denn hier Wind aus Westen? 2 Meter nur. Ich roll mal vor. Ist noch jemand auf Poiplinkres? Leute, die sich schweigen, also nein. Das scheint nein zu sein. Dann. Hä? Ist es despawned? Bitte? Nee, ich roll grad an. Klar.